Sieht auch so aus, als würde es jeden Moment einstürzen. Hallo? Hallo? Braucht jemand Hilfe da drin? Komplett zugewuchert. Ist Hendrik unten? Da ist gerade auf jeden Fall ein Kopf lang gehuscht. Der ist wie so ein Käfig unten, Mann. So, wir waren jetzt eigentlich auf dem Weg zu einem anderen Lost Place, aber haben neben der Straße ja einen verlassenen Komplex gesehen, was sehr, sehr interessant von der Straße aus aussah. Deswegen haben wir mal gehalten und bei Google ist es sogar eingetragen als Sehenswürdigkeit, und zwar als Schlachterhaus. Wir sind hier bei einem Schlachterhaus von einer Person, die auch oben an dem Haus dran steht. Hast du das eigentlich auf Video? Man sieht es nicht richtig, das können wir einmal kurz schwenken. Es ist da ganz oben, aber man wird es nur sehr, sehr schwer erkennen. Den Keller träumen soll. Ich glaube, das ist echt so ziemlich vor Einsturz gefährdet. Oder ich soll das Einsturz ein bisschen kalt standhalten. Das wird jetzt nicht wundern, wenn hier unten welche liegt. Wenn so jemand eingesperrt wird. Da sind auch Steine so ganz komisch aufeinander gestellt. Als wenn einer ausbrechen wollte. Da ist locker einer drin unten. Das könnte mich, da war unten der Raum zugemauert. Dann ging ein ganz modernes Rohr, halt wie so ein Luftrohr, durch ein Loch in den Raum rein, als würde da, dass da Luft reinkommt oder so ein Scheiß. Und der Raum an sich war zugemauert. Alter Junge. Hallo? Hallo? Braucht jemand Hilfe da drin? Wenn jetzt jemand antworten würde, Alter. So ein
und jammern oder so, Alter. Schlachterhaus klingt natürlich mega interessant, haben wir uns jetzt mal angeguckt. Keller war schon ziemlich creepy. Die Räume an sich ist alles sehr, sehr zerfallen. Ich glaube, es ist auch uralt. Deswegen können wir jetzt hier nicht weiter mehr angucken. Da drüben ist noch ein Gebäude, es ist aber komplett zugemauert, da kommen wir nicht rein. Was aber richtig kurios war, ist, dass im Keller ein Raum ist, der zugemauert ist. Komplett zugemauert und es kommt nur ein modernes Rohr aus diesem Raum durch die Mauer durch. Man sieht aber nichts. Es kommt einfach nur ein extrem modernes, sauberes Rohr, was neu verlegt wurde, raus. Und der Raum ist komplett zugemauert. Keine Ahnung, was da drin ist. Mega spannend, mega kurios, aber wir werden leider nicht reinkommen. Sofern niemand eine Spitzhacke bei hat. Damit können wir uns reinarbeiten, aber so kommen wir leider nicht rein. Ich weiß nicht, ob da jemand drin eingesperrt wird. Ich habe nach Hilfe gefragt, aber niemand hat geantwortet. Mehr können wir nicht machen. Schon mal wieder eine Zeitung gefunden, die hier direkt so rumliegt. Die ist anscheinend, also die ist auf jeden Fall von vor 1989, weil da steht, wenn Berlin erwähnt wird, Berlin in Klammern West. Sieht auch allgemein uralt aus. Ist aber ziemlich interessant. Hier scheint irgendein Treffen gewesen zu sein mit Abgesandten aus 77 Ländern, aber leider sieht man nicht mehr. Einzelpreis 15 Pfennig. Abonnementpreis 3 Mark. Interessant hier so diese Bar. Ich meine, leider schon ziemlich ausgeräumt, aber ästhetisches Fenster, glaube ich. Ja. Da oben auch die majestätischen Bemalungen. Weißt du, wie alt das hier etwa ist? Aber was für Bilder haben, Alter. Was da für krasse Gemälde, sieht ja aus wie vom Schloss Versailles. Hier führt man hier auf. Sieht aus wie so eine Bilder vom Schloss Versailles, ey. Das soll ja riesig gewesen sein. Aber die Treppe da hinten ist leider alles eingestürzt, den wir gerade. Alter, das könnte die Hecke noch mal für bestimmen.
Wie aus Rack. Ja. Ah, jetzt muss ich mal. Ja, die hier auch die Decke an. Also man merkt schon die Decke hier und so allgemein die Verzierung. Hier hat auf jeden Fall jemand gewohnt, der das richtig leisten konnte. Das ist teilweise so aufwendig gemacht hier. Voll gut aus und noch also klar zertrümmert und so, aber eigentlich relativ gut erhalten. Unser Angebot. War das öffentlich hier? Klar war es, man. Vorne stand auch so Schilder an den Zaun. Mit Eintritt und ich so. Ich würde es hier erstmal umfunktionieren, bevor es verlassen wird. Also verlassen wird. Wird jetzt hier tendenziell nicht weitergehen. Das sieht mir zu einsturzgefährdet aus. Guck mal, es gab sogar noch einen dritten Stock, ey. Ja, gut. Das ist ein riesiges Haus. So, wir sind jetzt hier immer noch auf unserem Roadtrip ins Elbsandsteingebirge in einer alten Fabrikantenvilla. Die ist also wirklich uralt, noch vor dem Zweiten Weltkrieg gebaut. Wir wissen nicht genau wann, das kann sich um 1900 handeln, das kann sich um 1930 handeln. Auf jeden Fall noch vor dem Zweiten Weltkrieg. Dann wurde sie halt während der DDR sozusagen enteignet. Was da mit ihr passiert ist, wissen wir nicht genau. Und danach ja wieder an den Grundbesitzer zurückgegeben, der die dann halt, dann wurde sie halt hier verwahrlost, dem Verfall preisgegeben. Liegt hier mitten im Dickicht, außenrum ist eine riesige Parkanlage, das hat, war früher der Garten. Jetzt ist alles zugewachsen und mega schwer hier auf jeden Fall durchzukommen, komplett zugewuchert. Ist Hendrik unten? Da ist gerade auf jeden Fall ein Kopf lang gehuscht. Zugewachsene Gartenanlage hier drumherum und hier drin, man fällt halt auf, das ist ja alles extrem hochwertig, weil die Decken, die Wände alle mit Holz ausgestattet, richtig gut, aber halt leider schon ziemlich verfallen. Die komplette Treppe ist ja eingestürzt, die muss bis vor kurzem noch eigentlich gestanden haben, da gibt es noch Bilder von, wo die ganz war.
Das sah richtig krass aus. Also vieles ist leider eingestürzt. Aber wir hoffen, dass wir euch trotzdem noch richtig gute Bilder zeigen können. Und dass wir die Atmosphäre hier gut rüberbringen können. Lost Place und findest von dir ein Foto.